Zuerst lagen die Brexit-Umfragen völlig daneben und Taufhände-Umfragen zu Trump. Jetzt prognostizieren die Meinungsforscher eine Niederlage für Marine Le Pen. Haben sie wieder fehlgeschlagen? Die französischen Präsidentschaftswahlen werden im Jahr 2017 stattfinden und Marine Le Pen bleibt im Visier als Vorsitzende der Nationalen Front, deren Politik viel rechtsextremer und isolationistischer ist als die in Amerika oder Großbritannien. Ihr wichtigstes Wahlkampfversprechen ist ein Brexit-ähnliches Referendum mit dem Ziel, Frankreich aus der EU austreten zu lassen. Nach dem Sieg von Trump sagte Le Pen in einem CNN-Interview, Donald Trump macht möglich, was als völlig unmöglich dargestellt wurde. Es gibt Hoffnung denjenigen, die diese wilde Globalisierung nicht ertragen können. Ich bin gegen ein multikulturelles Frankreich. Diejenigen, die eine andere Kultur vertreten und in Frankreich ankommen, sollen sich der französischen Kultur unterwerfen. Nach dem alten Sprichwort, andere Länder, andere Sitten. Zuvor wurde Le Pen als eine störende politische Kraft eingeschätzt, aber nach Trumps Sieg wird sie viel ernster genommen. Die größten Meinungsforschungsinstitute erwarten, dass sie einen der zwei Spitzenplätze in der ersten Wahlrunde einnehmen wird, aber in der finalen Runde sollte sie den republikanischen Mittelrechtskandidaten mit einem großen Vorsprung vorlassen. Der stellvertretende Geschäftsführer von Opinion Way, Bruno Jambon, sagte, ich würde nie sagen, aber ich denke, wir haben einige Vorteile, die unsere US-Kollegen nicht hatten. Eine Überraschung im Trump-Stil ist hier weniger wahrscheinlich. Jean-Yves Camus, ein Experte für rechtsextreme Parteien Europas, sagte, Le Pen ist Kandidatin von einer Partei, die am Rande des Systems steht. Donald Trump war Kandidat der Republikanischen Partei. Er hatte Ressourcen, die mit ihren nicht vergleichbar sind. Das war die heutige Presseschau mit mir, Celeste Skinner. Für weitere Analysen der Devisenmärkte bleiben Sie bei Lukas Kopp TV. Auf Wiedersehen.